Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel, ich darf jetzt erstmal und zwar zur neuen Folge Company of Heroes 3. Ich würde sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei, starten wir gleich rein. So, wir starten in die Runde und bauen gleich mal Infanterie. Wir haben letztes Mal ja die Deutschen genommen, deswegen nehmen wir diesmal die Amerikaner. Und mal gucken, auf welche Doktrin wir gehen. Gehen wir auf die hier. Oder auf die Luftwaffe, ist die Frage, weil hier haben wir Panzer und einen Bergungspanzer, der ist relativ cool. Oder hier, das ist so Artillerie-mäßig. Das werden wir noch, noch spontan im Game entscheiden, auf was wir ganz genau gehen, weil... Kommen wir nach davon, weil hier könnten wir halt richtig schön stören. Hier Verteidigung eher und hier hauptsächlich Angriff, das ist ja das Ding. So, jetzt erstmal vor Pressen, damit wir viele Ressourcen kriegen und ich brauche unbedingt Infanterie-Pioniere, die wir halt was bauen können, weil sonst kann ich keine Ressourcenpunkte verbessern. Das ist halt ein Problem, weil Ressourcen sind in Hearts of Iron einfach das sind eines der wichtigsten Sachen, was es gibt. Also ich glaube, das wissen die, was zumindest auf Iron schon wissen, das. Der 9. Ja, man braucht hier viel Ressourcen. Und ich glaube, Hearts of Iron erklärt sich grundsätzlich vom Prinzip her selbst. Du bist halt hier auf deiner Base und baust halt deine Truppenbasis auf, um den Feind hier zu, entweder hier zu kommen, zu besiegen oder hier die Sachen einzunehmen. Ja, ist halt ein Zweiter Weltkrieg-Strategiespiel. Das ist halt so eine Sache, die was ich halt vom Stil her relativ gut mag. Problem ist halt der. Ich bin ehrlich, ich finde diese Einheiten gar nicht so geil. So. Jetzt bauen wir als nächstes dieses Schild da. Da gibt es normal immer die G-Schütze und so. Das bauen wir dann gleich weiter. Erst das gehen wir jetzt noch hier weiter. Wir sichern uns doch nochmal den Nachschubpunkt, weil der ist wichtig. Ich überlege nochmal, was ich hier machen soll, weil die Artillerie ist sau stark hier. Der Sherman ist halt sau gut. Aber der ist auch gut, weil hiermit kann ich entweder Fracks so mit Ressourcen bergen oder wiederherstellen. Ich würde sagen, wir nehmen das und machen direkt mal die Infanterie-Aufwertung. So. Nehmen wir mal Deckung. Wir ziehen uns da leicht zurück, wir ziehen uns da so zurück, wir ziehen uns zurück und so, genau. Wir ziehen uns da zurück, dass wir hier und hier. Bauen wir erstmal ein paar Bazooka-Trupps, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt bald was brauchen. Weil. Ganz einfacher Grund, weil der, wenn der jetzt mit Fahrzeugen kommt, ist das halt relativ kacke. Wenn wir da nicht wieder darstellen, keine Gegenwehr leisten können. Ja, aus dem Grund brauche ich jetzt einfach Patzer-Trupps. Mit Bazookas. So. Um ein Bergfahrzeug, das ist halt dann relativ wichtig nachher dann. Weil mit dem können wir den Fratz auslösen. Und das bringt uns entweder Ressourcen oder halt die Wiederherstellung des Panzers oder was auch immer. Ich glaube, ich kann nicht sogar mit deutschen Panzern rein theoretisch spielen, weil ich die auch wiederherstelle. Das ist relativ cool. So. Und so wir uns erstmal die Granaten, damit wir hier einfach dann wegschmeißen und wegkauen können. Zudem bauen wir noch einen Infanterie-Trupp danach. Damit ich dann gleich weitermachen kann. Mit diesem Außenposten. Ja, Außenposten. Ja, Außenposten sind es. War ich hier richtig. Zurück, Rückzug da oben. Da und da werden Mörderplatz. So. Dies. Hier mache ich einen Mörser.
So. Da plötzlich meine Truppen, damit die halt auch beschützen. Machen. Das wird ein. Hier wird der Mörser, der mit der Ruhe ballert. So. So. Muss man Trupp da unten. So. Euch schicke ich da runter. Damit ihr weiter Ressourcen macht. Baut, sonst. Holt, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich muss jetzt den vollen Beschuss hier wieder drauflegen. So. Hebt den Graben aus. Das ist echt stark. Und doch, ich kann Panzer bauen. Ich kann diese Panzerkaserne bauen. So, let's go. Mit dem Team zurück, das war leider nichts machen können. So. Und ich baue mir da jetzt eine kleine Stellung. Die muss ich dann gleich angreifen kann, dass ich davor angreifen kann. Hier mache ich, dass ich gleich hier zurückziehe. Damit ich halt einfach ganzen Druck nicht hinten habe. Weiter vorgeht. Das macht die Heilung möglicherweise nicht. Oh, hier so ein Pionierwagen weiter vorne. Nee, du bleibst schön da unten, nicht mit euch. Genau. Aber ja, wir haben Punkte, stimmt. Ich möchte auf das sparen. So. Hier. So, genau. Was macht ihr? Oh mein Gott, die sind hier noch nicht so. Oh, das Munitionslager hier. Ich weiß, dass hier eine Stellung ist. Und wo waren die anderen schon so? Hier rum. Schieß drauf! Oh Mann, schieß drauf! Das ist, nee, das ist eine Artilleriepanzer. Kann ich da eigentlich mit meinem Panzer durchfahren, probieren? Sturmversuch probieren. Und das probieren vielleicht wirklich nicht zu schlagen. Ja,
Aber ich weiß halt nicht, ob das möglich so ist. Da wird ein Roding was gebaut. Gehen wir den Angriff über. So. Ach, ich kriege mir gerade richtig aufs Maul, merke ich. Dem habe ich vor, habe ich Grund auch gesagt, ich bräuchte eine Artillerie, weil ich merke, dass die halt da richtig verbunkert sind hinten. Oh, das hat er nicht! Hobart, habe ich gar nichts mehr. Oh, was machen wir jetzt? Ja, okay, wir sind jetzt drauf. Wir gehen jetzt eh drauf schneller so. Das wird eine saftige Niederlage. So. Dann dreht sich das Blatt nochmal. Haben wir es gerade nicht geklappt, aber okay. Okay, nee. Nee. Ganz ehrlich, nee, keine Sache mehr. Das drehen wir nicht mehr. Also. Ziehen es vielleicht noch in die Länge, aber mehr wird das nicht, weil, oh, ganz ehrlich, zwei schwere Panther, das geht nichts. So. Ja, was wir Statistik machen. Aber sonst werde ich jetzt leider noch nicht zugeben müssen, dass wir verloren haben. Leider. Leider haben wir verloren. 5 Punkte noch. Da geht noch eine Truppe hin. Komm. Ah, da geht nicht mehr aus. Jupp, wir haben verloren. Ich kann mich schon schneiden. Aber gut, so. Jo, die haben halt da eine komplette Linie gezogen. Die haben da auch hinten halt einfach alles gehabt, also. Haben wir einfach so schlecht gespielt, das muss man einfach so sagen. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!